Bist du Rena? Ja, die Tochter ist in letzter Zeit immer schlampig mit dem Haushalt. So kann ich doch niemanden zu uns einladen. Ja, wie wär's mit Haushalt selber machen? Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer und Mitternacht. Ja, wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Wenn ich genug Geld habe, da werde ich und meine Frau, ja, dann werden wir nach Lüsse ziehen, ne? Dort lebt sie viel besser. Auf jeden Fall ist es sicherer. Das auch, ja, ja. Ja. Dann schauen wir mal, was hier so geht. Ah, es ist aber heiß heute. Pass auf, dass du dir in der Hitze keinen Sonnenbrand holst, Argus. Och ja, es könnte auch wirklich mal wieder ein bisschen kühler werden. Wäre eigentlich echt angenehm. Aber dann müssen wir wohl noch bis Donnerstag warten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann soll es wohl kühler werden. Aber momentan ist uns das leider noch nicht vergönnt. War hier nicht irgendwo? Ja, alles schon gelesen, okay. Hier war doch mal nicht irgendwo was. Nee? Habe ich da schon durchsucht in der Neuaufnahme? In der ursprünglichen habe ich es auf jeden Fall, das weiß ich. Aber in der Neuaufnahme... Ach, das kann auch hier gewesen sein, okay. Genau. Eine Vase, da hat jemand Geld versteckt und das nehme ich. Ah, was tue ich da nur? Ja, du warst jung und brauchtest das Geld. Ich hatte alle schon gelesen. Dieser Eisenhelm sieht aber nicht sehr wertvoll aus. Und dieses Event sieht nicht sehr gut gebastelt aus. Also klar, man kann es hier hinlegen auf dieses Feld, aber dann könnte man abfragen, Gesicht guckt nach rechts. Diese If-Bedingung kann man ganz einfach abfragen. Oder man setzt es auf das Feld da rechts und dann, ja, auf Enter. Ich glaube, das müsste auch gehen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, es ist schon eine Weile her, dass ich im Maker war. Sollte aber auch gehen. Ja. Ah, jetzt schauen wir mal erstmal hier. Was sonst noch so geht. Nicht viel. Die Haushälterin halt. Hallo Aris, möchtest du was von mir? Eigentlich nicht. Gut, sag mir, wenn du wieder etwas Obst von mir brauchst. Ja, schön abgelenkt, ne? Ne, willst du was von mir? Bitte sag ja. Nö, eigentlich. Okay, wenn du Obst brauchst, ne, dann weißt du, wo ich bin, ne? Naja, wenn ich mal zwei schöne Äpfel brauche, dann komme ich zu dir, ne? Die hat er alle schon gelesen. Ein Buch über Zauber, okay. Es gibt vier verschiedene Arten. Erupt, Anima, Licht und Dunkel. Erupt steht für Feuer- und Erdmagie, Anima für Kälte- und Windmagie. Licht für Blitze und Heilmagie für Dunkel ist eine stärkere Form der Erupt- und Anima-Magie. Zu ihnen gehören auch Beschwörungsformen und Teleportzauber, die auch mit Lichtzaubern benutzt werden können. Erupt ist immer stärker als Anima, Anima ist immer stärker als Licht und Licht ist immer stärker als das Dunkel. Dunkel hingegen ist mächtiger als Erupt und Anima zugleich. Okay. Alles schon gelesen. Miss Rena hat wohl eine Vorliebe für Poesie. Sie mag vor allem Gedichte über das alte Heldentum. Okay, bist du Rena? Ja, die Tochter ist in letzter Zeit immer schlampig mit dem Haushalt. So kann ich doch niemanden zu uns einladen. Ja, wie wär's mit Haushalt selber machen? Oder hast du nur... damit du jemanden hast, der für dich aufräumt, oder was? Wäre aber irgendwie strange. Muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre strange. Okay. Kinder, die machen aber auch nichts als Ärger. Okay, das kann sein. Das kann sein? Hallo Argus, was hast du mir aus dem Wald mitgebracht? Natürlich, ja, hier hast du eine Kastanie und natürlich bringe ich da was mit. Danke. Bitte bring meinen Jungen bloß keinen Unfug bei. Unfug? Wieso denn? Ja, seit du meinen Kindern diese seltsamen Sachen bringst, schwärmt er davon, eines Tages selbst auf Reisen zu gehen. Ich befürchte, er wird eines Tages heimlich wegschleichen und seine arme Mutter Kummer bereiten. Ja, ja. Ach, wegen der Kastanie, es hat dich doch nicht so. Meine Güte. Es ist ja nicht so, als ob es den echten Hasen zeigt, ne? So was mache ich doch nicht. Also keine Sorge. Na, da haben wir eine Katze. Hallo, Augusta. Du bist ganz schön dick geworden. Und so, Leute, sichert man ab, dass nicht so Witzbeute wie ich kommen und den Sound einfach ewig überlagern.
Weil damit kriegst du es höchstens zweimal hin. Oh. Ja, raus wollte ich eigentlich nicht. Let's go rein. Aber da geht nichts. Hier links liegt, glaube ich, irgendwo noch was. Ja, zwei Arnikas. Die Armen vertrocknen hier doch nur. Ja, deswegen nehmen wir sie mit. Deswegen und wegen nichts anderem. Ah, sieht aus wie ein Strauch blauer Mistelbeeren. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, wir sind jetzt auch hier in dem Haus von dem Typen, dem wir immer Zeug mitbringen. Ah, hier sollte entweder entweder aufgeräumt werden, oder ich werde demnächst darauf verzichten, Geschenke mitzunehmen. Was auch immer es scheint inzwischen ein Eigenleben entwickelt zu haben. Sieht aus wie ein Strauch blauer Mistelbeeren. Ein versteinertes Ei, das ich von meiner letzten Reise auf der von der Edo-Insel mitgenommen habe. Ja, ja. Ein Schildkrötenpanzer, den habe ich von Elder mitgebracht. Dort gibt es recht viele Sümpfe. Und vielleicht auch eine Warbröhre ins Pilzkönigreich. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Die hatte schon alle gelesen. Ich will die Puppe angucken, die ist voll krass. Dann halt nicht. Ja gut, aber ich sollte ihm unbedingt wieder Nahlstifte besorgen. Okay. Nee, aber diese versteinerten Eier, die gab's ja auch schon in Helden. Wenn ich mich recht erinnere. Helden ja der erste Teil der Heldentrilogie. Oh, wer hätte es gedacht. Und dieser hier der zweite Teil, wenn ich es nicht im ersten Part schon erwähnt hatte. Dadurch, dass ich ja die ersten zwei Ursprüchenaufnahmen ein bisschen verkackt habe, bin ich mir da nie so ganz sicher. Die Kiste ist erstens verschlossen und zweitens gehört sie mir nicht. Okay, du klaust also nur Sachen, was offen rumliegt. Okay. Alles klar. Tadadam. Dann gehen wir halt hier hinunter, Mann. Oh Mann, war ich hier schon drin? Ach ja, das war ja die Düse da, die selber nicht aufräumen will. Dann, Hallo Aros, nimmst du mich nächstes Mal auch mit? Ja, klar doch. Super. In dem Sack ist nichts drin. Rauskommen wir auch noch nicht, okay. Und hier ist scheinbar ein Laden. Oh, aber was für ein Laden? Huiuiui. Na du? Hey, ja, Baby, zieh dich aus, wir wollen was sehen. Ja, die sind alle ganz hypnotisiert. Vielleicht der ist im Weg stehen, hm? Hast du schon so ein geiles Miststück gesehen? Ja, aber kein. Ist kein Miststück. Hoffentlich ist die Braut morgen auch noch da. Meine Kumpels und ich arbeiten hier für einen niedrigen Tageslohn, ne? Da muss man sich doch wenigstens hin und wieder mal was umsonst leisten können. Oh Mann. Ja, die macht nicht mehr als in ihren Haaren rumzufuchteln. Ja, ja. Guck mal, ich habe lange Haare. Na, aber guck mal, da schaut sogar der Barkeeper hin. Dem gefällt das auch sehr gut. Okay, alles klar, ich weiß schon, warum du die da stehen hast. Bist du nicht etwas zu jung für dieses Lokal? Mein Onkel bewirtschaftet diese Herberge. Es macht ihn nichts aus. Na, wenn das so ist. Wenn das nicht mein Lieblingsschnüffel ist. Was hast du denn. Hast du mir denn Schönes mitgebracht? Tut mir leid, aber habe ich ganz vergessen, dir aus Arnis etwas mitzunehmen. Beim nächsten Mal versprochen. Naja, macht nichts. Dafür, dass du mir beim nächsten Mal, macht nichts. Aber dass du mir beim nächsten Mal nicht wieder vergisst, Anna, mir geht's langsam der gute Wein aus. Ja, ja. Ich darf nicht zu ihr? Oh, ernsthaft? Ich meine, da kann man schon hinlaufen und dann... Doch, jetzt! Nein, doch nicht. Die ist ja trickreich, die ist voll gesaved hier, die hat sich eine unsichtbare Mauer gezogen. Ne, lässt sich nicht stören. Hätte ja sein können, dass da ein Easter Egg ist, wenn man das oft genug drückt. Oh. Ja, gut, ich speichere mal lieber. Ja, ich hätte jetzt zu dem Haus zurücklaufen können, aber nö. Eine Kastanie, sie muss wohl aus dem Sack gefallen sein. Ja, nur mit. Eine mehr oder weniger schadet doch hoffentlich nicht. Schieberitze? Nein. Wenn ich die Kiste nach vorn schiebe, könnte ich zu den Kräutern dahinter gelangen. Ja, also doch.
In der Kiste ist nur der Wein, den ich das letzte Mal mitgebracht habe, da drin. Ja, ja. Ich weiß nicht, was diese ganzen Bisamratten hier machen, aber ich sollte ihnen nicht zu nahe kommen. Stimmt, weil du hast keine Magie. Deswegen, ja, es sieht nicht so gut aus. Ey, Onkelchen, wusstest du schon? Du hast Bisamratten im Keller. Sag mal deinem alten Herrn, er soll nächstes Mal wieder auf den Sprung vorbeischauen, ne? Wir vermissen ihn ja schon. Okay, wieso? Bringt er die Gute dazu, dass sie ihm noch ein bisschen mehr zeigt, außer sich in den Haaren rumzumachen, oder was ist da los? Nö, ich nehme dich mit. Ich befürchte, dafür bist du noch viel zu klein. Von wegen, ich bin schon größer als mein Sessel. Okay. Das ist, aber das... Ich bin so und so groß, heißt nicht, du bist zu klein, ich bin groß genug, ne? Das kann ja trotzdem sein, dass du zu klein bist. Die Logik hat er wohl noch nicht so begriffen. Aber gut, ist ja noch ein Kind. Oh, Argus, hallo, bitte störe mich jetzt nicht. Ich bin gerade mit dem Beobachten von Blumen beschäftigt. Beobachten von Blumen? Guckst wahrscheinlich durch das Fenster hier drüben, Dirk. Genau auf die Brüste von der, die sich in den Haaren rummacht, ne? Ich sehe das dir doch an der Nasenspitze, sehe ich dir das an. Meine Güte. Ich bin beschäftigt, ich muss die Blumen betrachten. Das kannst du jemand anderem weiß machen, aber nicht mir. Oh, jetzt ist auch der Vater wieder da. Ganz schön groß geworden, Mau. Okay. Oh. Und die Ani. Das muss mein Vater in der Eile verloren haben. Ich lege es besser zurück. So, hier kann niemand mehr drüber stolpern. Doch die Katzen. Zeig mir nicht, dass der... Hat Mr. Lady wieder mal ein Event verkackt? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, ist ja gut, dass wir bei den Bisamratten gespeichert haben. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr speichern, es geht nichts. Wow. Dann würde ich einfach mal sagen, an der Stelle ist die Folge erstmal beendet, ne? Für diesen Part war's das erstmal. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Würde mich um euren Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Und ich bin umso mehr froh, dass ich mir den Speicherstein erstellt habe. Also Mr. Lady, ich mag die Spiele zwar schon, aber sie sind deutlich verbuggter als die meisten Spiele, die ich so kennenlernen durfte im Epic Maker. Es ist schon das zweite Mal, mindestens, dass ich hier so einen Game-Breaking-Bug finde, in den Spielen von Mr. Lady. Aber egal, was das ist. Also, macht's gut. Ciao, ciao.